Willkommen zurück zu Unshrouded in unserem kleinen planlosen Giga. Ich habe jetzt folgendermaßen geguckt. Wir kriegen die, glaube ich, nicht mehr abgebaut. Oder mir fällt es jetzt auf die Schnelle nicht mehr ein oder ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Wir machen das als anders. Wir bauen jetzt einmal komplett hier dran. Ja? Wir bauen hier dran und bauen dann auch noch nach unten. Ja? Das heißt, vielleicht machen wir hier auch was anderes hin. Wir gehen einmal hier dran und bauen dann praktisch hinten dran. Für den Anfang. So, ja. Dann mal gucken, ob wir dann Steine sparen wollen. Machen wir das so. Und das ist ja schon wieder zu groß. Mach mal. Ja, okay, komm. Ja, nee, das wird nachher zu groß mit dem, Dach. Da brauchen wir Ewigkeiten. Aber beziehungsweise wir brauchen ja erstmal kein Strohdach. Wir können ja einfach ein paar Platten oben drauf setzen. Das geht auch, das können wir auch machen. Dann lasst uns mal hier dann vergrößern. Ja. Wie sieht denn das jetzt hier aus? So. Und da haben wir eigentlich schon unser Haus. Dann machen wir das hier praktisch noch hier so. Jetzt müssen wir praktisch nochmal eine gehen, ne? Sonst sieht das unsymmetrisch propetrisch aus. So. Und dann können wir hier nämlich mal unser Haus bauen. Also riesige Fläche wird er. Ja, das ist typisch Giga. Könnt ihr euch schon mal dran gewöhnen. Und jetzt brauchen wir wieder ein paar Steine. Das ist ganz normal bei mir. Aber ich möchte gerne den mal ausprobieren, dass wir den draußen lassen. Ob das dann immer noch so komisch aussieht. Dieser Schimmer innen drin. Ihr seht es nachher, was ich meine. Also gegen später. So. Perfekt, dann würde ich das jetzt auch erstmal so lassen. Dann gehen wir hin, dann drücken wir einmal STRG runterwärts und dann haben wir nämlich unsere Holzplatten. Und dann können wir es nämlich hier schon mal eine Tür setzen. Hier so. Das passt. Und dann natürlich hier vorne auch noch eine hin, weil wir müssen ja nach vorne auch raus. Das müsste die hier sein. Oder? Müsste ungefähr die gleiche Höhe sein. So, wir brauchen nicht so viele Fenster, würde ich sagen. Wir gucken eh kaum raus. Wir haben keine Zeit zum rausgucken. Machen wir es mal dahin. Und hierhin. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen gerade laufen. Weil wie gesagt, muss ja hübsch aussehen. Und nach vorne raus von mir aus auch. So. Dann haben wir jetzt nämlich die Wände hier. Und dann nehmen wir mal die hier. Reicht das auch? Und das wird jetzt interessant. Weil er schmiegt es an. Das ist so geil. So, macht man das zurück. Aber ich hätte gerne eigentlich nur... Das sind dann Verzierungen. Passt mal auf, wir nehmen nicht das. Wir brauchen andere Formen. Das müssten sie auf jeden Fall dann hier nochmal fixen hier. Weil mit meiner Maus bin ich da ratzfatz drüber gescrollt. Na, das sehen das ja selber. Das ist geil. Also das Bausystem in Ding ist absolut gigantisch. Ihr seht selber, sie schmiegen sich komplett selbst an. Mit alles miteinander verbunden. Das habe ich falsch rumgesetzt, ne? Kann das sein? So, jetzt hat. Okay, dann brauchen wir eben nochmal die dicke Tür, Fenster. So. Müsste passen soweit. Das dann auch. Also ich baue jetzt am Anfang erstmal mit Holz. Das ist erstmal ressourcensparender. Und jetzt haben wir nämlich schon nichts mehr. Einfach ressourcensparender. So.
kann ich nur jedem empfehlen. So. Dann nehmen wir die hier. Es wird schon nämlich wieder dunkel. Und wir müssen gucken, dass wir erstmal ein Bett reinkriegen. Dass wir die Nacht dann praktisch überspringen können. So, jetzt haben wir schon mal... Das ist schon wieder viel zu groß alles. Das ist schon alles wieder viel zu groß. So. Was ist denn das jetzt? Sind das Fundamente? Ah, nee, das ist die Decke. Dann machen wir das nämlich mal. Kann man das auch oben drauf setzen oder ist das... Ah, okay. Wir machen das mal so. Wir machen das jetzt erstmal ohne zweites Stock. Das können wir dann immer noch mal einmal aufreißen dann. Wenn wir den zweiten Stock machen wollen. Jetzt haben wir wieder kein Holz mehr. Wunderbar. Und jetzt bräuchten wir praktisch das da, aber nur in schmal. Ne, das ist eine Wand. Dann müssen wir jetzt mit so kleinen Stückchen arbeiten. Ihr hört es ja auch schon selber. Perfekt. Dann haben wir das Ding jetzt hier dicht. Nice. Weil für mich war wichtig, ich möchte eins mal gerne ausprobieren, ob dieser komische Schimmer von diesem Ding kommt oder ob das allgemein so ein Schimmer hier drin ist. Jetzt passt mal auf, jetzt gucken wir mal, ob wir auch schon mal gleich Licht machen können. Bett machen wir erstmal, das ist jetzt ganz wichtig. Damit wir praktisch auch die Nacht über schlafen können. Ich stelle das jetzt erstmal hin, weil ich nichts mehr sehe. So, pennen wir mal kurz. Und ich sehe jetzt schon, der Schleier ist auch so drin. Ja. Schön. Sehr schön. Also der Schleier, ich habe jetzt gerade gesehen, der Schleier ist auch so drin. Naja, gut. Dann ist es halt so. Das ist ein Dach, das brauchen wir jetzt alles nicht. Tischstühle, das machen wir alles mal später. Weil es hat was mit dem Komfort zu tun, das brauchen wir später auch mal. Umso besser das Ding, also praktisch umso besser der Komfort ist, umso länger hält der an, umso besseren Buff haben wir. Wir haben jetzt Lumpen, Keule, Schild können wir nicht machen, weil uns Garn fehlt, aber das können wir jetzt gerade mal so machen. Und dann bauen wir uns mal ein Schild. Aber, wo ist denn jetzt hier... Geschirr, Zäune, Lichtquellen. Brauchen wir Holzscheitel, Harz. Okay, dann müssen wir ein paar Bäume fällen gehen. Passt mal auf, jetzt nehmen wir das nochmal mit. Und jetzt würde ich sagen, wo stellen wir es hin? Damit es schön aussieht. So, Fenster. Mit Einrastfunktion bitte, danke. Und das triggert mich schon hart. Ist jetzt... Ja, das passt. Müssen wir aufpassen, nicht, dass wir uns die Schädel anschlagen, aber das passt. So, dann müssen wir jetzt auch schon gleich hier die Ding bauen, weil sonst kommen wir hier nicht mehr hoch. Das sieht gut aus, gell? Das müssen wir dann alles mal ein bisschen bearbeiten. Oh, jetzt ist die Frage, kriegen wir da überhaupt eine Leiter dran? Einrastfunktion bitte weg. Hahaha, das ist jetzt natürlich richtig stark, Giga. Haben wir Leitern? Ah, oh, der Giga hat wieder richtig gut gebaut. Ja, stark. Das heißt, wir müssen unseren Eingang ein bisschen versetzen.
Oh, geil. Also, dann machen wir die Mauer hier mal wieder raus. Das kommt weg. Dann machen wir hier dann eben Fenster rein. Das ist ja mal wieder richtig stark gemacht, Giga, von dir. Hast alles mit berechnet. Nur das nicht. Einrastfunktion bitte. Danke. Dann müssen wir eben jetzt unseren Wegchen oder unser kleines Wegchen hier unten hinstellen. Ne? So. Da haben wir doch einen Eingang. Nur einer, weil da würde ich jetzt nicht runtergehen wollen. Das reicht jetzt erstmal so. Gut, also dann gehen wir jetzt erstmal Holz sammeln gehen. Holz sammeln. Also Holz, doch, also wirklich Holz sammeln, damit wir praktisch das Harz rauskriegen. Damit wir uns ein bisschen Licht machen können und dann gehen wir schon los. Dann gehen wir nämlich schon los, das habe ich euch gar nicht gezeigt, das habe ich euch vergessen zu zeigen. Und zwar haben wir die erste Quest jetzt bekommen, oder halt die weiterführende Quest, und zwar, dass wir jetzt den Kerl holen sollen, ne? So, da haben wir Wachs. So, alles mitnehmen, da haben wir es auch schon. Oh. Ja, das, ne? Der Kampf mit den Bienen. Der Megakampf. So, damit wir den ersten Bewohner bekommen. Ja? Ja, das müssen wir unbedingt noch ändern hier da vorne, das sieht ja katastrophal aus. Also praktisch den Schmied ist es. Oder der Schmied ist es. Wir können ja mal ganz kurz gucken, sobald wir den... und zwar hier. Quest, also die haben wir jetzt komplett fertig gemacht. Das ist mit dem Haus gewesen. Das habe ich jetzt zwischen der Folge gemacht. Und das ist hier der Finde den schlafenden Überlebenden. So. Na? Jetzt heißt das eben für uns... Bäume fällen. Also das Wichtige ist halt, wir brauchen Harz. Und da ist es eigentlich völlig egal, ob wir Holz dann, also so viel Holz rauskriegen oder so, sondern wir brauchen Harz. Von mir aus... Ah, da haben wir schon gekriegt. Das müsste dann, glaube ich, auch schon reichen. Wartet mal, lasst uns mal gucken gehen. Lasst uns mal gucken gehen, wir können das jetzt mal kurz essen. Da haben wir jetzt nämlich Ausdauerregeneration drin. So. Damit es einfach hier ein bisschen heller drin wird. Wo haben wir sie? Lichtquellen. Und zwar die Hängedinger. Wow, wir können eine herstellen. Ja, eine ist besser als gar keine. Mit Einrastfunktion, danke. Müssten wir mal gucken, wie wir sie hängen. So erstmal. Und dann gucken wir mal, ob wir hier vorne noch eine hinhängen dann. Oh, das wollte ich schon daraus. Ja, ist halt ein bisschen blöd, ne? Dass wir da jetzt vier brauchen pro Fackel. Aber man muss auch schon sagen, die machen extrem hell. Ui, 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 ui. die machen extrem hell. Also von dem her. Dann passt das schon. Jetzt ist das hier ACTA gegangen, ne? Das Zeug. Ja, da habe ich schon wieder gehört. Da war auch was geflogen. Weh, das ist jetzt runtergekullert. Perfekt, dann haben wir das Harz schon wieder. Dann reicht das erstmal. Und dann gehen wir auch dann, glaube ich, ziemlich straight dann los. Ne? Jetzt haben wir da vorne ein bisschen. Ja, das ist. Das meine ich damit, dieser Nebel, dieser komische hier drin. Ich habe immer gedacht, das kommt von da draußen, aber das ist irgendwie von hier drinnen. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Wenn es einer von euch schon rausgefunden hat, wie man das vielleicht auch sogar ausschalten kann, dann sagt es mir bitte. Weil das ist. Also, ich finde es ein bisschen nervig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also gefällt mir jetzt nicht wirklich. Aber ich glaube, das hatte Valheim auch. Ne? So, das machen wir dann einmal noch eine Fackel hier hin. So. Dann nehmen wir den Tisch mal. Einrastfunktion ist da dran. Perfekt. Dann stellen wir den da jetzt erstmal hin. So. Jetzt müssten wir eigentlich noch Truhen machen und alles. Ich glaube, das machen wir die Folge auch noch.
Ich glaube, das machen wir jetzt nochmal. Ein paar Truhen herstellen. Stauraum, wir brauchen Garn und Äste haben wir schon. Okay, wie viel haben wir vom Zeug? Okay. Weil damit müssen wir echt aufpassen. Jetzt können wir da wenigstens schon mal zwei machen. Jetzt würde ich mal ganz kurz, wo stellen wir die jetzt hin? Erstmal hier hin. Ne, nimm sie nochmal bitte. So. Dann sollten wir noch einen Ofen machen. Bänke, Feuerstelle. Für was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn bei den Feuerstellen? Jetzt machen wir das nochmal kurz weg. Das hat einfach was mit dem Komfort zu tun. Das können wir mal kurz bauen. Wir brauchen Steine. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, dass wir dafür Steine brauchen? Also ich jetzt nicht. Das ist total überraschend für mich. Na du geiler Bock. So. Das ist die falsche Giga. Und ich glaube so, das wird unser erstes Ziel jetzt so beim Groben sein. Dass wir uns jetzt erstmal Grund ausrüsten. Also wirklich heftig Grund ausrüsten. Und dann gehen wir auf die Jagd nach den Jungs. Und Mädels. Ja, das muss ich jetzt ganz kurz kaputt hauen. Kann man das jetzt noch reparieren? Ne, das bleibt kaputt, oder was? Cool. Also wirklich, 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 wirklich cool. Muss ich ehrlich sagen. Aber wir machen sie trotzdem mit dran. Wieder neu, meine ich. Weil da wären wir wieder beim Thema der innere Monk, ihr wisst. Ich wollte nur mal ganz kurz hier, dass das nicht ganz so reinlappt, ne? So, den Ofen wollten wir bauen. Konzentration, Giga. Nicht wieder in Baum verlieren, bitte. Wäre echt cool. Dann einmal den da. Das stellen wir erstmal den Tisch hier so in die Mitte, würde ich mal sagen. So. Weil, wie gesagt, gibt dann Komfort. Ihr habt es jetzt oben vielleicht gesehen. Wir haben jetzt Komfort 8. Ja, jetzt könnte man zum Beispiel... Jetzt bauen wir erstmal nochmal den Ofen. Den Ofen würde ich sogar hier in die Mitte stellen. Zu dem Tisch. Warte, lasst mich gucken. Also erstmal die Feuerstelle. Wichtig. Wichtig und richtig. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal ein paar Stühle noch mit. Mal gucken, ob das was am Komfort ändert. Okay. Das ist jetzt auf 9 gegangen, saustark. Jetzt guckt nochmal. Okay, ändert sich nichts. Okay, das heißt dann für uns, ich baue jetzt nochmal zwei. Das waren zu viele. Einmal jedes Teil bauen. Einmal jedes Teil bauen und dann bekommt ihr Komfort dazu. Und mit dem Komfort, können wir entfernen, können wir löschen. Und mit dem Komfort können wir praktisch dann ein bisschen besser unsere Ausdauer, also unser Ausgeruht-Dingenskirchens ist dann halt ein bisschen besser. Die Feuerstelle. Ich mache die jetzt mal hier so an den Tisch. Glaube ich. Passt, glaube ich, ganz gut. So. Ja, perfekt. Sieht gut aus. So, und jetzt seht ihr jetzt ist es praktisch nahezu perfekt. Ihr seht jetzt auch oben, der Ausgeruht-Bonus geht jetzt los. Wir haben Wärme, wir haben Schutz und wir haben jetzt Level 9 Komfort. Jetzt könnten wir auch das Essen da unten drin machen. Machen wir jetzt aber mal nicht. Ne? Wir können aber mal eine Beere essen. So. Okay. Dann haben wir das jetzt auch mal gemacht. Die Triche brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die haben wir schon. Das haben wir auch alles schon. Schilde brauchen wir auch nicht. Einen Bogen würde ich mir jetzt noch machen. Und die Holzpfeile brauchen wir Äste, müssen wir gleich mal suchen gehen. Und wir brauchen jetzt Garn ohne Ende, ne? Die Stofffetzen haben wir noch nicht, also dann
Ja, gut. Wenn wir das noch nicht haben, haben wir es noch nicht. Jetzt passt mal auf. Charakter ist N. Das ist eine ganz komische Tastenbelegung. Einmal den hier ausrüsten. Und einmal das Schild ausrüsten. Ich weiß, wir können es auch aus dem Inventar rausnehmen. Ne? Aber haben wir den jetzt ausgerüstet? Ja. Warum ist der dann nicht da als Extrawaffe? Der war doch gestern als Extrawaffe. Mach den mal raus. Ah ja, jetzt ist er als Extrawaffe, okay. Ne, sind er da ganz rechts außen? Weil dann ist der einfach ein Slot frei. Ganz einfach. So. Wir brauchen Äste noch. Da haben wir alles. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir was beim Komfort machen können. Ich hätte jetzt gerne noch 10 Komfort. Muss ich euch ehrlich sagen. Da sind die Dachschindeln. Dann haben wir den Gleiter. Das brauchen, können wir erst alles später machen. Obwohl, wir haben das Zeug eigentlich. Wir brauchen nur geil. Ah gut, wir müssen das Holz sammeln gehen. Stühle passt auch. Bänke haben wir jetzt nicht. Haben wir kein Harz. Lichtquelle. Können wir von mir aus auch mal einmal machen. Und Türen wären wahrscheinlich nicht schlecht, hä? Ah, mit Metallschrott. Und hier brauchen wir Garn. So, machen wir jetzt einfach mal alles, was wir haben. Wir nehmen einmal eine stinknormale Tür. Das reicht erstmal. Fenster. Geschirr. Zäune. Okay. Wow. Also wir sind eigentlich schon wieder drüber. Ich setze jetzt die Tür. Zack. Wir haben eine Tür. Wer hätte es geglaubt? Wie gedacht. Danach, ja. Also ich denke, wir werden jetzt noch ein, zwei Folgen noch an der Base bauen. Einfach mal kurz Grundressourcen hochmachen, sodass wir dann auch Level 10 Komfort kommen und dann gucken wir einfach mal weiter. Ne? Jetzt können wir die nämlich hier schön in die Mitte platzieren. Also so halbwegs mittig. Und dann passt das. Nun gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr den Part schaut. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich will immer Uncharted sagen. Ihr wisst, was ich meine. Bis dahin. Tschö mit Ö.